Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Wir sind ja immer noch beim Krankenhaus Kendall. Und ich frage mich immer noch, wie man da reinkommt. Aber ich habe einen Überlegungsweg. Und zwar hoffe ich, dass das ein Zeitschalter nämlich ist da drin. Und dass der jetzt nicht mehr quasi funktioniert und wir den wieder aufladen müssen, damit wir hinten die Tür öffnen können. Das ist nur so ein Gedanke. Also Türenfernsteuerung. Okay, Türen verriegeln. Nee. Ach, warte. Das ist diese Tür hier, die das anscheinend macht. Okay. Schade. Dann ist das doch nicht. Muss ich ein anderes Terminal finden, was vielleicht dafür da ist. Frage ist halt wirklich, das war ja nur für den Roboter, ne? Ja. Das hilft mir dann auch nicht weiter. Das ist ja alles ein bisschen komisch hier mit dieser Tür. Ja. Warum habe ich jetzt zwei Ziele? Willst du mir sagen, dass ich etwa in diesem Fahrstuhl da nicht war vorher? Was zur... Ich habe den Fahrstuhl nicht genommen? Ich bin da doch 1 Million Mal vorbeigegangen. Was? Okay. Ich mache mal die Taschenlampe aus. Was? Hey. War nix. Das hast du dir nur eingebildet. Siehst du, Wurm? Wurm? Sind wir hier bei Iphigenie von Taurus oder was? So. Ach so. Oh. Natürlich. Wir, ja, ja. Man hat mir übrigens gesagt, also ich habe es im Internet gesehen, dass Glas wohl auch anscheinend wertvoll sein soll. Könnte ich mir... Hey! Ich war ja moderieren. Beziehungsweise kommentieren ja eher. Moderieren ja nicht. Komm schon, wir müssen das nicht tun. Ja, müssen wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Warum
schieß einfach mit einem Raketenwerfer hier rein. Ist kein Problem. Das stört niemanden. Wow. Ja, geil. Hä? Wo ist die Raketentussi? Oh, da. Also nein, da nicht, aber... Wieso hat das nur 15%... Alles klar. Ich trage zu viel. Hier dieser... Huch. Lederdings, da kann ich ja nichts mit anfangen. Und diese Wet-Dinger da auch nicht. Joa. Huch. Gut, dass wir beide nachladen mussten. Wieso treffe ich denn? Das beunruhigt mich. Yo. Was ist denn mit mir? Bin ich... Ich bin verkrüppelt, ach so. Okay. Ja, ich mache erstmal die Tür auf, ne? Wenn der es gerecht ist. Ja. Danke. Terpentin zum Beispiel. Ja. Danke. Geld. Hey. Na. Gut. Das hätten wir. Irgendwo ist hier noch ein Geschützturm anscheinend. Moin. Das kommt mir so ein bisschen gerade vor wie hier bei Metro, so ein bisschen in den Städten. Das wär's. Werde ich übrigens demnächst noch auf jeden Fall spielen. Metro Last Light, Metro 2033 gibt's ja auf dem Kanal. Ich hatte gerade voll den Spaß. Willst du ein Spielchen mit mir spielen? Was? Weil ich das Spiel halt einfach echt nett finde. Ich habe es durchgespielt, also so quasi offscreen, aber ich habe es ja nie aufgenommen, deswegen weiß ich nicht, wie man offscreen da bezeichnen kann, natürlich. Ich glaube, die sind weg. Nein, sie sind nicht. Wohin sollen sie denn gegangen sein? Und das war echt nett. Würde ich auch sehr gerne Let's Playen. Halt, weil die Story von diesen Spielen ja so übertrieben immer ist. Ach, der hat einen Raketenwerfer. Ach so. Piper? Piper? Ach da. Hey. Du kriegst einen Raketenwerfer. Aber nicht übertreiben. Und du kriegst auch noch so ein paar andere Waffen. Alles, was du so willst. Sag einfach Bescheid. Ja, ja. Du bist nichts. Nichts. Na dann. Wenn du das sagst, fühle ich mich natürlich gekränkt. Gehen wir hier hoch.
Was ist denn die letzte dann? Ein Sturmgewehr, nett. Eine Kronkorkenmine. Hä? Ja. Echt? Ja! Das war absolut scheiße. Aber wie komme ich denn dann hier runter? Warte mal. Ach hier, ja, sehr stabil. Ja, das wundert dich auch, ne? Oh, ich nehme das Telefon mit. Geld. So, weiter geht's. Aua. Ach, das ist die Oma, die die ganze Zeit redet. So, ich... Wer hat angerufen? Ich, interessant. Ja, ich gehe gerade nicht ran. Es ist, glaube ich, kein wichtiges Telefonat. So. Noch mehr Geld. Komm ich hier nicht runter? Sein eigentlich. So, ich laufe einfach mal runter. Aha. Eieieiei. Aua. Ich will nicht sterben. Nicht heute. Ja, schieß! Huh! That was close. Wie gesagt, eigentlich war es jetzt schon ein bisschen fast sehr souverän. Aber... Man darf sich ja nie zu früh selbst lohnen. Okay, Strom gibt's hier anscheinend. Aha, Klebeband. Ja, warum nicht? Jetzt habe ich Benzin auch mitgenommen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich brauche Wedex. Das ist ganz dringend, glaube ich. Was gibt's denn hier? Kronkorken 101. Ja. Terpentin Superkleber. Ich nehme an, dass die Bomben kaum Auswirkungen auf die Beliebtheit dieses Ortes hier hatten. Ja. Nehme ich auch nicht an. Das war wahrscheinlich schon vorher beschissen. Aber wer lagert denn nukleare Fässer? Die müssen ja vor dem Krieg entstanden sein. Nukleare Fässer. In einem Krankenhauskeller. Das verstehe ich nicht. Bin ich ja überall, aber doch nicht in einem Krankenhaus. Hä?
Dann buddel ich doch lieber einen geheimen Keller unter irgendeiner Wohnsiedlung, wo es keiner merkt. Ach so. Ach, ja. Gut. Bringe die... Oh, warte mal. Wir müssen ja eh in die Stadt. Haha, das ist ja perfekt. Wir müssen in die Stadt, dann können wir doch mal Ressourcen ablagern. Das ist perfekt. Das ist ein Traum heute. Das ist ein Traum. Mein Lautsprecher ist noch an. Ja, ihr habt gerade das Knacksen. Glaubst du, dass heute Weihnachten ist? Ho, ho. Scheiß ho. Ich muss das nicht verstehen mit Weihnachten, ne? Wir haben... Oder liegt das daran, dass wir November haben? Was? Ja. Ja. Ja, es ist Weihnachten in Urwitz City. Derzeit sind Besen im Angebot. Oh, danke. Warten Sie. Meine Programmierung sagt mir, dass wir nie Angebote haben. Vielleicht sollten Sie etwas. Ja, ja. Zeig mal, was du so hast. Ausgezeichnet. Was hast du denn so? Was hab ich denn, was ich nicht mehr brauche? So. Präzisionsschützen, aber wir wollen dann nicht. Brauche ich alles nicht. So, Pastorengewand will ich eigentlich in meinen Schrank machen. Sportkleidung, Unterhemd und Jeans. Fixer. Buffout. Nee, warte. Hydra. Okay. Nachts einkaufen? Kein Problem. Ja. Dann eben erst zu dieser Frau. Wie komme ich denn da hin? Weil es ist eh Nacht, da kann eh, verkauft eh niemand was. Außer halt ein paar Roboter, die keine Tag- und Nachtschicht haben. So. Achso, ich kann hier nicht rein. Ja, ist ja super. Dann muss ich halt eben erst direkt zur Burg. Tja. So ist das halt. Ich habe übrigens immer noch nicht die Mod installiert mit größeren Bauplätze, beziehungsweise dass ich dieses Limit entferne und ja. Aber es wird kommen, wenn wir ans Limit kommen, dann werde ich diese Mod zwangsläufig installieren. Okay, alles super. Erstmal den ganzen Schrott lagern. Dann ins Shopping Center. Ich kann nicht bei Bedarf zusammenflicken. Erstmal handeln. Ich kann ein paar Vorräte gebrauchen. Okay. Ui, ui, ui. Achso. So, Addictol und Buffjet kann ich ja auch verkaufen. Der Rest ist jetzt nicht so. Munition. Fusionskerne, das ist das Schöne, wenn man sie nicht nutzt, ne? Dann kriegt man sehr viele. So, hey. Piper. Jetzt noch du. Oh, achso, nee, warte mal. Die nutzt ja gar keine Minigun mehr. Die nutzt ja nur noch. Die hier, genau. Also braucht ihr nur die Zellen.
Ich habe kurz überlegt, ob sie dieses Kryo-Dings kriegt, aber kriegt sie Sag nicht. Sag einfach Bescheid. Ja, ja. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ja. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du ja genau richtig. Danke. Ja, lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. So. Kann es sein, dass sie auch immer mehr Geld kriegen? Oder ist das nur so eine... Ich sag mal... subjektive Erscheinung. So, ab in den... den hier. Perfekt. Ja, wenn keine Meldung vorliegen, dann kann ich hier weiter nach Wurwitz City. Ich meine nach Diamond City, nicht Wurwitz City. Das ist die falsche Stadt, das falsche Spiel. Aber es ist quasi dasselbe, ob Wurwitz oder Diamond. Das eine ist auf dem Schiff, das andere ist auf dem Flugzeugträger, das andere ist im Stadion. Das war jetzt aus Stahl. Brauchst du was, Plünderer? Nicht direkt. Da könnt ihr mir auch nicht bei helfen. So, ins Science Center. So, braucht ihr das? Wieder, wenn du die Blähfliegendrüse hast, dann gibt es eine Belohnung. Dr. Duff? Viel Spaß unterwegs. Hä? Hab ich die verkauft? Ach komm. Das kann doch nicht sein. Oder warte mal. Also ich mache jetzt extra Überlänge dafür, weil ich will jetzt nicht nochmal die ganze Folge und alles daran sitzen. Ich glaube, es könnte sein, dass er ja als Schrott eingelagert wird. Kann das sein? Das wäre zumindest irgendwie noch logisch. Wir sind Level 27, fast 28. Das finde ich gut. So. Mehr Leute? Nö. Nope. Doch, Blähfliegendrüse. Tatsache. Schon bessere Zeiten erlebt, was? Und wie viele brauchte ich? Bringe eine. Dr. Duff. Ja, dann machen wir das jetzt. Vielleicht kriegen wir ja sogar mit der Quest das Level up. Das könnte ich mir gut vorstellen. So. Hi. Keine Sorge, hier in Diamond City bist du sicher vor den Sins. Hoffe ich. Ja, das ist sehr beruhigend, wenn die sich da so sicher sind. Komm schon, lass das Ding bitte noch offen sein. Puh. Ich erkenne dich nicht. Kann ich was für dich tun? Du erinnerst dich nicht? Erinnerst du dich nicht mehr? Nein. Irgendwie nicht. Brauchtest du etwas aus dem Science Center? Ja, ich habe diese Blähfliegendrüse. Du hast danach gefragt. Ach ja, losgeschickt. Na klar. Toll. Ich nehme das mal an mich. Diese Drüsen sind definitiv ein Ergebnis der Anpassung an radioaktive Strahlung. Vielleicht haben sich unsere Innereien ja auch angepasst. Wäre doch toll. Hier, eine kleine Belohnung für meinen neuen Assistenten. Ja, wie ich sagte, das Level up. Aber
wir haben uns nicht angepasst oder irgendjemand hat sich irgendwo angepasst. Man bekommt, beziehungsweise man erhält Angepasstheiten durch zufällige Mutationen, die sich durchsetzen, weil sie die höhere Fitness bieten. Entschuldigung, so. Professor Scarra? Entgegen meiner Empfehlung gestattet die Stadt jedem, unsere Ausrüstung zu benutzen. Also, bedien dich. Ja. Level up nächste Folge. Bis dahin und tschüss.